Leih mir Geld, pack das da rein, wuff, bin ich reich. Was ist denn mit denen, mit den besonderen Dingen, die die Reichen über Geld verstehen? Die stellen sich drei Fragen. Und die drei Fragen schreibt ihr doch bitte mal auf. Die erste Frage ist, wie gehört eigentlich Wohlstand und Persönlichkeitsentwicklung zusammen? Das wäre doch eine Frage, die hätte man nie vermutet, über Geld. Doch, die fragen sich, wie gehört Wohlstand, also Geld, und Persönlichkeitsentwicklung zusammen? Das ist die erste Frage, die sie sich stellen. Die zweite Frage ist, was ist wichtiger, Geld oder Zeit? Und die dritte Frage ist, was ist Leverage, beziehungsweise wie kann ich Leverage bekommen? Spannend, oder? Weil spannend deshalb, wenn ihr so seid wie ich, ich hätte alles erwartet, aber nicht diese drei Fragen. Also zu Geld hätte ich erwartet, hey, Alter, gib mir mal so einen Aktientipp. Ja, und dann leih ich mir Geld, pack das da rein, wuff, bin ich reich. So einen Quatsch habe ich mir damals vorgestellt. Aber es sind wirklich diese drei Fragen. Geld, Persönlichkeitsentwicklung und dann Zeit, das geht dann in Richtung Geschwindigkeit, welche Geschwindigkeit haben wir, und Leverage. Schauen wir uns die drei an. Das erste, Persönlichkeitsentwicklung. Die Reichen haben verstanden, dass es nicht darum geht, reich zu werden. Ganz komisch, ne? Fragst du mich vielleicht, Bodo, du bist doch Money Coach, genau darum geht's doch. Nein. Es geht darum, Millionär zu sein, eine starke Persönlichkeit zu haben. Es geht darum, dass du so ein Fels in der Brandung bist, dass da etwas passiert, was überhaupt nicht in Ordnung ist für dich und du kommst aber gut damit klar. Es geht darum, dass du stark bist. Wenn du eine starke Persönlichkeit werden willst, dann gibt es fünf Schritte. Schauen wir uns die fünf Schritte an. Der erste Schritt ist, du sagst, ich bin nicht zufrieden mit meinem Leben, ich habe nicht genug Geld, was weiß ich was, ich tue etwas. Schritt eins, du tust etwas. Du bekommst dann aber nicht das Ergebnis, das dir gefällt und dann bist du bei Schritt zwei und du sagst, hey, ich muss eine Strategie finden. Ich brauche ein cooles System. Ich brauche vielleicht einen Coach. Zweiter Schritt, Strategie. Dritter Schritt, Persönlichkeitsentwicklung. Du sagst, naja, was ich eigentlich will, ist Anerkennung. Und auch Anerkennung meiner eigenen Person, dass ich mich selber anerkenne. Dass ich selber mit mir glücklich bin. Also willst du Persönlichkeitsentwicklung. Und dann bist du offen für, wenn du das hast, bist du offen für die nächsten zwei Schritte, für Schritt 4 und Schritt 5. Schritt 4 ist, du willst eine andere Brille. Du erkennst, du brauchst eine andere Brille, wie du die Welt siehst. Du brauchst eine andere Sichtweise auf die Welt. Dazu eine Geschichte, ist nicht von mir, ist von einem Sprecher in den USA, der fährt zu einem Vortrag, sitzt im Zug und hat so seine Blätter Papier und will sich vorbereiten auf diesen Vortrag. Und deswegen stört es ihn sehr, als ein Vater hereinkommt, offensichtlich mit seinen drei kleinen Kindern. Denn kaum sind die Kinder im Zug, fangen die an zu randalieren. Die turnen an den Stangen, die da so quer hängen, die belästigen andere, die machen alle möglichen Quatsch. Und der Sprecher guckt zu dem Vater. Der Vater reagiert gar nicht, der guckt einfach aus dem Fenster raus. Der Sprecher, das kann doch jetzt nicht sein, die Kinder sind doch außer Rand und Band, der Vater muss doch mal was tun. Und dann zieht eins von den Kindern einer älteren Frau an den Haaren, das muss man sich mal vorstellen, und der Vater guckt aus dem Fenster raus, als wäre nichts geschehen. Und dann kommt eins von den Kindern und tritt dem Sprecher gegens Schienbein. Bang! Dann sagt der Sprecher, jetzt ist genug. Er steht auf, geht zu dem Vater und sagt, mühsam beherrscht, mein Herr, sehen Sie nicht, dass Ihre Kinder jeden hier im Zugabteil belästigen? Wären Sie bitte so freundlich und würden Ihre Kinder zur Ordnung rufen. Er setzt sich wieder hin, der Sprecher, denkt, boah, das habe ich gut gemacht. Bin ja auch Kommunikationstrainer, klopft sich auf die Schulter, habe ich sehr gut gemacht. Nach einer ganzen Zeit dreht sich der Vater, der immer noch aus der Scheibe rausstiert, von der Scheibe weg, bis er schließlich den Sprecher anguckt und dann sagt, leiser Stimme, es tut mir leid, wenn meine Kinder Sie gestört haben. Aber wir kommen gerade von der Beerdigung der Mutter
dieser drei Kinder. Und wir wissen alle nicht so richtig, wie wir das handeln sollen. Es tut mir leid. Was glaubt ihr, hat der Sprecher gefühlt? Er hat gesagt, das war eins der wichtigsten Lernmomente seines Lebens. Weil er gesehen hat, mit etwas mehr Information zu dieser Situation, hat er die Situation ganz anders eingeschätzt. Wenn ihr so wollt, mit einer anderen Brille. Du kannst eine andere Brille anziehen, du kannst die Welt sehen, du kannst die Krise mit einer anderen Brille sehen, du kannst Geld mit einer anderen Brille sehen. Du kannst eine Brille anziehen und dann ist Geld etwas Kaltes, etwas Schreckliches, das Charaktere verdirbt, das Kriege macht, das Drogen und was weiß ich was in die Welt bringt. Du kannst aber auch eine andere Brille anziehen und es ist deine Wahl. Und dann kannst du sehen, dass du mit Geld Krankenhäuser bauen kannst, Schulen bauen kannst, Menschen helfen kannst, dass du anderen Menschen mehr Würde geben kannst mit Geld, dass du dir mehr Würde geben kannst, deiner Familie. Und ist das wahr oder falsch? Nein, es ist eine Brille. Wir müssen einfach wissen, in der Natur gibt es nicht wahr und falsch. Es gibt eine Brille, wie wir das eine oder das andere anschauen. Wer hat das verstanden? Mein Wunsch ist, dass ihr euch notiert, wenn ihr es glaubt, im Laufe des Seminars, ich wähle eine andere Brille in Bezug auf Geld, in Bezug auf Erfolg, in Bezug auf das, was in meinem Leben möglich ist.